Hallo und herzlich willkommen zu It's Funk. Ich bin Isa und ich begrüße euch heute zu den allerletzten Neuzugängen aus 2017. Wir haben jetzt halt schon das neue Jahr und ich dachte mir, ich mache mal einen Cut und fange mit einer frischen Neuzugängeliste an. Und deshalb, ja, starten wir direkt, denn es sind einige Sachen hinzugekommen. Und zuallererst möchte ich euch zwei Dinge zeigen, die keine Bücher sind, und zwar zwei Filme. Ich habe mir nämlich einmal die Blu-ray zu Your Name bestellt, die kam im Dezember an. Ich habe den Film auch direkt geschaut und ihn geliebt. Also ich habe ja auch noch den Roman und den Manga dazu gelesen und den Manga fand ich ja nicht ganz so überzeugend, aber den Roman und den Film kann ich euch voll und ganz empfehlen. Auch hier geht es halt wieder um zwei Jugendliche, die scheinbar die Körper tauschen und der Sache auf den Grund gehen wollen, was da eigentlich passiert, und dahinter steht eine wirklich bewegende Geschichte und hier ist das Ganze auch noch mit wirklich toller Musik untermalt und ich finde einfach, dass dieser Film sehr, sehr gelungen und einfach gut ist. Von daher kann ich den Hype hierum definitiv verstehen und euch den Film nur ans Herz legen. Und dann habe ich zu Weihnachten noch die Blu-ray zu Die Schöne und das Biest bekommen. Die Realverfilmung habe ich jetzt noch gar nicht geschaut, von daher bin ich irre gespannt darauf. Ich werde den diese Woche mit meiner besten Freundin zusammenschauen und ich bin mal gespannt, wie er uns gefallen wird. Ja, auf jeden Fall bin ich ein riesiger Die Schöne und das Biest-Fan. Das war mein liebster Disney-Film in der Kindheit und eigentlich auch heute noch. Dementsprechend sind meine Erwartungen vielleicht ein bisschen hoch, aber ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde. Nun auf zu den Büchern, und das allererste, das ich euch zeige, ist ein E-Book. Und zwar Revolver Tarot von R.S. Belcher. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Papierverzierer Verlag. Und das ist eine Geschichte, die eine Mischung aus Western, Fantasy, Steampunk und teilweise sogar ein bisschen Horror ist. Das Buch beginnt mit einem Jungen, der mit seinem Pferd in der Wüste Nevadas unterwegs ist. Und beide stehen kurz vorm Tod, doch sie werden gerettet von einem Polizisten, der dort zufällig unterwegs ist und die beiden aufsammelt. Und er bringt sie nach Golgotha. Und Golgotha ist ein ziemlich besonderer Ort. Es scheint erstmal eine ganz normale Stadt aus einem Western zu sein, doch hier verbirgt sich einiges Mysteriöses, denn in den Minen von Golgotha gibt es etwas, das die Leute in den Wahnsinn treibt, und es gibt auch noch andere Geheimnisse in der Stadt. Es gibt ziemlich besondere Personen dort und dazu wird auch noch eine Rezension in Kürze folgen. Ich bin jetzt bei ungefähr 60% angelangt und bin bisher ziemlich angetan und bin gespannt, wie es mir schlussendlich gefallen wird. Es ist wirklich ein besonderes Buch, es ist mal was ganz anderes und das finde ich eigentlich ziemlich erfrischend daran, und mehr dazu erfahrt ihr dann in der Rezension. Zu Nikolaus habe ich den letzten Band von Orange geschenkt bekommen und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe ja die ersten drei Bände bisher gelesen und drücke mich immer so davor, die Reihe zu beenden. Ich hoffe aber, dass ich Band 4 sehr bald in Angriff nehme. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Lust auf die Reihe und habe ein bisschen Angst vor dem Ende. Ja, und jetzt kommen wir zu den richtigen und physischen Büchern. Und dieser Monat ist sehr geprägt davon, dass es bei Thalia seit Ende November gefühlt ständig irgendwelche Rabatte gab. Und dementsprechend habe ich relativ viele englischsprachige Bücher bestellt. Und welche das sind, zeige ich euch jetzt. Das erste ist von John Steinbeck auf Mice and Men. Hierbei geht es um zwei Männer, zwei Farmarbeiter, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Es geht um einen ziemlich großen, kräftigen Mann, der seine Kräfte nicht unter Kontrolle hat und vom Kopf her doch eher kindlich ist, und um seinen Freund, der quasi versucht, ihn von Ärger fernzuhalten, doch er schafft es leider nicht immer, und auf der letzten Farm, auf der die beiden gearbeitet haben, kam sogar jemand zu Tode, weil der größere der beiden eben seine Kräfte nicht unter Kontrolle hat. Und das Buch habe ich auch direkt gelesen. Haltet Ausschau nach meinem Lesemonat, der sollte auch bald kommen. Dort werde ich nochmal ausführlicher darüber sprechen, aber auf jeden Fall ist es ein Klassiker, der sich sehr leicht, erstaunlich leicht lesen lässt und einem doch relativ viel gibt. Dann habe ich mir von Otega Uwagba Little Black Book, A Toolkit for Working Women bestellt. Hierbei geht es ja quasi um Tipps für Frauen, die insbesondere in kreativen Branchen arbeiten, und obwohl das bei mir nicht ganz der Fall ist, fand ich es doch ganz spannend. Es war auch sehr günstig und hier sind auch viele Stimmen dabei von erfolgreichen Frauen, unter anderem auch von Chimamanda Ngozi Adichie, und ich fand es eigentlich mal ganz spannend und das habe ich zum sehr, sehr kleinen Preis bekommen und deshalb dachte ich mir, ich schaue einfach mal
rein. Ich habe es bisher noch nicht gelesen, bin aber sehr, sehr gespannt darauf. Ich denke, auch mir kann das Ganze was geben. Ich habe jetzt nicht vor, zur knallharten Businessfrau zu werden, aber ich glaube, darum geht es hier auch gar nicht. Und ich bin sehr gespannt, was ich hierin so erfahren kann. Dann liegen mir seit längerer Zeit Leute in den Ohren mit Fangirl von Rainbow Rowell. Hierbei geht es um zwei Zwillingsschwestern, die aufs College kommen und zuvor haben sie ihr Leben immer zu zweit bestritten und jetzt trennen sich die Wege und die beiden Schwestern müssen alleine klarkommen. Die eine schafft es sehr gut und die andere, die stillere von den beiden, hat es damit etwas schwerer. Sie schreibt Fanfictions und flüchtet sich auch so ein bisschen darin und ja, darum geht es hier. Ich bin sehr gespannt, wie es mir gefallen wird. Ich habe noch kein Gefühl, ob das jetzt ein Liebling wird oder nicht, aber ich will es demnächst mal lesen und werde euch dann natürlich auch Bescheid geben, wie es mir gefallen hat. Dann habe ich noch meine Unwind-Reihe von Neil Schusterman vervollständigt. Ich habe den letzten Band, den ich mir mit dazu bestellt habe, leider im Regal vergessen. Aber ich habe mir auch den ersten Band nochmal bestellt, denn ich hatte diesen leider in einer anderen Ausgabe als meine restlichen Bücher. Das ist jetzt hier die große Wabbel-Ausgabe, die ich wirklich toll finde. Und ich habe mich sehr gefreut, dass es sie endlich wieder zu bestellen gab und musste zuschlagen. Und damit habe ich die Reihe dann jetzt auch komplett in ein und derselben Ausgabe, was mich sehr glücklich macht. Hierbei geht es um eine Dystopie, in der das große Thema Organspende ist. Und zwar ja, gibt es quasi eine Krise in Sachen Organspende und das führt dazu, dass es einen großen Umbruch gibt und schlussendlich Eltern ihre Kinder bis zum 18. Lebensjahr ja quasi opfern und wiederverwerten lassen können. Und hierbei geht es um Jugendliche, die diesem Schicksal halt entfliehen wollen. Und ja, ich kann nur sagen, dass die ersten drei Bücher mir gut gefallen haben. Der dritte, da war bei mir so ein bisschen die Puste raus, was aber vielleicht daran lag, dass ich einfach nicht mehr so viel Lust auf das Thema hatte. Aber inzwischen ist so viel Zeit verstrichen, dass ich endlich weiterlesen will und die Reihe beenden will. Wenn ihr möchtet, kann ich auch sehr gerne eine Reihenrezension machen, wenn ich es denn dann beendet habe. Ja, aber alles in allem bin ich ganz guter Dinge. Ich bin ja eigentlich ein ziemlich großer Neil Schusterman-Fan geworden. Und das bestätigt auch das nächste Buch, denn ich habe mir nochmal Scythe im englischen Hardcover bestellt und ja, über Scythe kann man sagen, dass es hier um eine Gesellschaft geht, in der die Menschheit einfach schon alles erreicht hat. Die Menschen sind inzwischen unsterblich und um eben das Bevölkerungswachstum einzudämmen, gibt es die sogenannten Scythe. Das sind quasi Sensen, Männer und Frauen, die dafür zuständig sind, Menschen zu töten und wir begegnen hier verschiedenen Scythe und auch ihren Auszubildenden und ja. Mehr dazu könnt ihr in meiner Rezension dazu sehen. Also ich habe es schon auf Deutsch gelesen und fand es sehr, sehr gut. Und ich dachte mir, ich hole es mir auf Englisch, damit ich den zweiten Band schneller lesen kann. Was ich zu dem Zeitpunkt leider nicht wusste bei meiner Bestellung. Der Erscheinungstermin des zweiten Bandes auf Deutsch wurde sehr stark vorverlegt. Und im Endeffekt kommt der englische und der deutsche Band fast gleichzeitig raus. Dementsprechend, ja, dumm gelaufen, aber ich glaube, ich werde es dann auf Englisch weiterlesen und freue mich schon sehr darauf, wie es weitergeht. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Dann habe ich im letzten Triad Chapter ja Neverwhere von Neil Gaiman angefangen und habe mir das Ganze jetzt nochmal als Hardcover bestellt, weil meine Ausgabe leider ziemlich doof zu lesen war und ich mir dachte, mit so einem Hardcover kann man dann doch ein bisschen schöner lesen. Das ist hier sogar die illustrierte Ausgabe. Was ein bisschen schade ist, ist die Tatsache, dass es halt auch wieder ein bisschen starr ist. Das ist ja immer mein liebster Starrheitstest, wenn das Buch dann nicht richtig aufklappt. Ist ein bisschen schade, aber gut, was soll man machen? Auf jeden Fall wird das hier viel angenehmer zu lesen als meine komische Ausgabe und von daher freue ich mich sehr darauf. Ein Buch, das ich schon länger haben wollte, ist Ready Player One von Ernest Cline und ich habe es mir jetzt im Hardcover bestellt. Ich mag die Ausgabe eigentlich auch ganz gerne. Ja, ich muss das Buch leider ein bisschen schräg halten. Ich habe irgendwie in letzter Zeit sehr viele schön spiegelnde Bücher gekauft, was manchmal ein bisschen anstrengend ist. Das ist eine, ja, gewissermaßen eine Dystopie. Es geht um den Entwickler eines Videospiels und der stirbt halt und hinterlässt quasi seinen Usern sein Erbe und da geht es quasi darum, das zu finden in diesem Spiel, soweit ich verstanden habe. Ich habe das Hörbuch dazu schon mal angefangen, deshalb ist mir der Anfang doch relativ präsent, aber ich habe mich jetzt nicht weiter großartig damit beschäftigt, wie es jetzt hierin weitergeht, weil ich mich natürlich möglichst wenig spoilern möchte und das Buch will ich zusammen mit Shari lesen und ich freue mich darauf schon riesig. Und
ein Buch, das in letzter Zeit in aller Munde ist, denn dieser Schinken ist natürlich auch auf Deutsch rausgekommen. Es geht um Sleeping Beauties von Stephen King und seinem Sohn Owen. Hier geht es darum, dass Frauen in einen Schlaf fallen und nicht mehr aufwachen. Dann bilden sich auch irgendwelche Kokons um sie und es ist ein echt dickes Buch. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten hatten das hier. Och, es geht ja eigentlich 700 Seiten. Und das bei einer eigentlich ganz angenehmen Schrift. Das wollte ich halt auch unbedingt als Hardcover haben, weil ich das als Taschenbuch, glaube ich, ein bisschen anstrengend finden würde. Aber das war zum Glück im Englischen auch nicht allzu teuer, gerade mit Rabatten nicht. Und ja, das Buch interessiert mich schon. Ich habe erst ein bisschen mit der deutschen Fassung geliebäugelt, aber die war mir dann einfach zu teuer. Und ich habe hierfür jetzt ungefähr die Hälfte des deutschen Preises bezahlt, sodass sich da dann die Frage auch irgendwie erledigt hatte. Und ich bin gespannt. Ich habe schon so lange kein Stephen King mehr gelesen. Ich habe in meiner Teenie-Zeit King-Klassiker wie Friedhof der Kuscheltiere und Shining gelesen. Aber ich würde gerne endlich mal weitermachen. Ich habe auch noch das Spiel hier stehen und hoffe, dass ich vielleicht doch wieder zu einem King-Fan werden kann. Und ja, zu diesem Buch habe ich inzwischen sehr gemischte Meinungen gehört, hoffe aber, dass es mein Ding sein wird und werde natürlich auch hier berichten. Das war es von meinen gesammelten Thalia-Bestellungen im Dezember. Es ist nicht wenig, aber dafür sind einige Dinge dabei gewesen, die sich mit dem Rabatt wirklich gelohnt haben und auf die ich jetzt auch schon länger scharf bin. Und jetzt kommen noch ein paar andere Bücher und machen wir mal mit den englischen Büchern weiter. Zum Black Friday war nämlich von Chimamanda Ngozi Adichie, We Should All Be Feminists, im Angebot und das war dann natürlich ein doppelter Grund, es zu bestellen. Aufgrund der Meinungen von Laura und Shari wollte ich das unbedingt lesen und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist quasi eine Aufarbeitung einer Rede, die sie gehalten hat und das Ganze ist auch nur ganz kurz. Es werden die meisten Dinge nur sehr kurz angeschnitten, aber das in einem Ton, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Es ist einfach ein Thema, das jeden etwas angeht und jedem auch irgendwo am Herzen liegen sollte. Und die Gründe dafür findet ihr eigentlich ganz gut zusammengefasst in diesem Buch. Dann war ich bei Anni in Düsseldorf. Ihr habt ja jetzt auch schon einige gemeinsame Videos von uns gesehen. Und da durfte ein allerletztes englisches Buch mit für diese Neuzugänge. Und zwar The One von Kira Kars. Das hatte ich halt auch schon gelesen. Aber ich hatte eine doch relativ hässliche Ausgabe davon, weil ich eben hier diese etwas größere Ausgabe nicht mehr bekommen habe, aber wir waren dann in der Meyerschen Buchhandlung und da gab es das und für mich war klar, dass ich das mitnehmen muss und das ist halt der allerletzte Teil von Selection und ich freue mich einfach, das Ganze jetzt in dieser hübschen Ausgabe komplett zu haben. Also ihr merkt schon, in diesen Neuzugängen, ich bin so ein kleiner Ausgabenmonk, aber gerade bei Reihen, die man nochmal lesen möchte, beziehungsweise Büchern, die man wahrscheinlich doch noch einige Male lesen möchte, lohnt es sich einfach und es macht mich irgendwo auch glücklich, wenn die Bücher in meinem Regal schön zusammenpassen und ja. Ich sag mal, jeder hat seinen kleinen Spleen und das ist meiner. Außerdem haben wir uns noch zusammen gekauft Berühre mich nicht von Laura Kneidel. Das ist eine New Adult Geschichte. Es geht typischerweise um eine junge Frau, die einen Neuanfang braucht und diese hier fängt in einer Bibliothek an zu arbeiten und lernt dann natürlich einen interessanten Mann kennen und ich bin sehr gespannt. Das Cover ist halt einfach ein Traum. Schon allein wegen der Optik ist das einfach ein Must-Have für mich gewesen und ich hoffe aber auch, dass mich der Inhalt überzeugen kann. Ich habe ja jetzt schon zwei Jugendbücher von Laura Kneidel gelesen und fand die einfach großartig geschrieben und ich hoffe, dass Laura Kneidel hier ihre Siegesserie bei mir fortsetzt. Zu guter Letzt habe ich auch noch ein paar gebrauchte Bücher für euch. Und eines davon ist Früher war Weihnachten später. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung, die ich jetzt über Weihnachten auch angelesen habe. Mehr dazu erfahrt ihr im Lesemonat. Das Ganze habe ich halt sehr günstig geschossen, vorher bei Lady of the Books gesehen und dachte mir, das könnte etwas für mich sein. Dann ist noch dabei Das Seelenhaus von Hannah Kent. Hier geht es um eine Dienstbotin oder Dienstmagd, die zum Tode verurteilt wird. Und ich bin sehr gespannt auf diesen historisch angehauchten Roman, der im Island des 19. Jahrhunderts spielt. Dann habe ich noch gelesen in diesem Monat Kill Girl Teil 1
Und ich habe mir Teil 2 bei Avell bestellt. Und das ist ein Erotic Thriller und ich fand den ersten Band eigentlich ziemlich gelungen, sodass ich hoffe, dass mir der zweite auch gefallen wird. Aber der zweite hat auf Goodreads nochmal viel bessere Bewertungen als der erste. Von daher bin ich eigentlich ganz guter Hoffnung. Ein weiterer Folgeband ist Die Auserwählten in der Todeszone von James Dashner, also der dritte Teil zu Maze Runner. Den hatte ich noch nicht und ich habe ihn sehr günstig bei Avell gesehen und ja, damit habe ich die Reihe dann auch komplett. Ja, und die letzten beiden Bücher sind auch nochmal gebraucht und zwar einmal Frostflamme von Christopher Husberg. Dazu erscheint der zweite Band jetzt auch im Frühjahr bei Knauer und ich dachte mir, ich schaue einfach mal in den ersten rein, da er nicht allzu viel gekostet hat. Es geht hierbei um eine Fantasy-Geschichte, in der es insbesondere um die Droge Frostflamme geht. Und wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der ja scheinbar sein Gedächtnis verloren hat und sich in einem Dorf niederlässt. Dort kennt ihn keiner und zu seiner Hochzeit wird dann aber wohl seine Vergangenheit aufgerollt bzw. holt sie ihn ein. Und ich bin super gespannt. Der Klappentext klingt schon relativ komplex. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt und ich hoffe sehr, dass es mir gefallen wird. Und das allerletzte Buch ist Die Sünderin von Petra Hammesfahr. Ich habe die erste Folge der Serie auf Netflix jetzt schon geschaut und es geht hier alles in allem um eine Mutter, die an einem Tag völlig ausrastet und plötzlich grundlos einen ihr unbekannten Mann ersticht. Und ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und ich dachte mir, ich breche mal die Serie erstmal ab und lese das Buch dazu. Und ich habe hier die schöne Hardcover-Ausgabe aus dem Wunderlich Verlag bei Rebuy gefunden. Die ist auch schon relativ alt, aber ja, ich dachte mir, ich nehme die mal zur Hand und bin sehr gespannt, wie mir das Buch zusagen wird. Ja, und damit haben wir es geschafft mit meinen Neuzugängen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr eines der Bücher schon gelesen habt, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich freue mich wie immer sehr über den Austausch mit euch. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!